Meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test und zwar, Let's Play meinte ich natürlich von Mystery Case Files Fates Carnival. Jo, ist glaube ich erst kürzlich erschienen, also ich habe es erst kürzlich entdeckt und ich würde mal sagen, ja, das ist Summer Edition, ist eh klar. So, als erstes einmal, okay, das können wir lassen. Wie gesagt, ich spiele es ganz, ganz neu, also ich habe es nicht einmal noch angezockt. Oh ja, getestet habe ich es, aber das war es auch schon. So, dann gehen wir mal auf Profil wechseln, weil das brauchen wir nicht mehr. Und wir nennen uns natürlich mal wieder der Rattle 05. In gewohnter Manier. Und dann zack. Und klicken auf Spielen. Und dann gehen wir auf ungeheuer schwierig. Hey Scherz, kinderleicht. Oh, wie interessant. Ein Ladebalken. Er lädt. Es ist, als hätte ich erst gestern zum ersten Mal Fates Jahrmarkt besucht. Tja, wir besuchen das erste Mal wirklich Fates Jahrmarkt, weil es gibt ja Mystery Case Files, keine Ahnung, irgendwas mit Fate irgendwas. Ich glaube, das ist der dritte Teil gewesen oder sowas. Nur das Problem ist, das ist noch so ein uralt Wimmelbild, wo du von Szene zu Szene hupfst und nur Wimmelbilder machst. Wie Mystery Case Files Ravenhearst, glaube ich, haben wir das gehabt. Und sowas, ja, tut mir leid, sowas will ich einfach nicht spielen. Ja? Also ich will von Szene zu Szene hupfen und da irgendwas Sachen erledigen und das Ganze. Also nicht nur Wimmelbild machen. Jo, was haben wir da sonst? Ich hoffe, die Szenen, sage ich jetzt mal, sind wieder mit echten Menschen, weil das war wirklich geil gemacht. In die ganzen bisherigen neuen Mystery Case Files Wimmelbild spielen. Und ja, was ist der Rabe? Huch, er fliegt davon. Mysteriös. Möchtest du das Spiel erklärt bekommen? Nö, danke. Wir haben schon viel zu viele Wimmelbilder gesehen. Also was ist los mit mir? Heute kann ich überhaupt nicht reden. So, ich bin überrascht, den berühmten Fates-Jahrmarkt in diesem Nest anzutreffen. Tja, wenn es eine Anomalie ist, kein Wunder, ne? Was haben wir hier? Oh, ein Korkenzieher. Ich muss diese Truhe öffnen. Natürlich. Ein Korkenzieher, hä? Hä? Nö. Das war unerwartet. Was? Dass das ins Inventar wieder zurückgeht? Dich finden wohl nicht nur Krähen furchteinflößend, oder? Naja. Was haben wir hier? Huch. Okay, das war easy. Wie kann man nur eine arme, unschuldige Vogelscheuche so zurichten? Okay, warte mal. Jetzt ist sie arm und unschuldig. Und hier fürchtet er sich bei ihr. Okay, naja, kann man nichts machen. Huch, der Verschluss sitzt zu fest. Welch Anomalie, da hat sich doch jemand nur einen Scherz erlaubt. Wahrscheinlich. So, ein bisschen Geld nehmen mit. Was ist das? Das steckt fest. Schlüssel? Nein. Wenn das eine der Anomalien sein soll, bin ich nicht besorgt. Man sagte mir, dass es hier Anomalien geben würde, aber das ist einfach nur Vandalismus. Naja. Nennen wir es einfach künstliche Begabung.
Okay, Tipp brauchen wir noch keinen. Also wir haben einen Schlüssel, den bekommen wir wahrscheinlich hier rein. Zack, zack. Oh, und unser erstes Himmelbild. Ich freue mich. Sammle spezielle Geheimkarten im Spiel und spiele Solitär im Bonus-Inhaltmenü. Okay. Ich habe noch nie eine Karte liegen lassen. Okay, was passiert, wenn ich rausgehe? Ist klar, dass ich rausgehe, aber was passiert, wenn ich oft drücke? Okay, nix. So, ja, dann kann ich einmal klicken wieder, wie ich will. Was mache ich mit dem? Ich habe keine Ahnung. Habe ich sonst noch irgendwas zum Klicken? Warte, ich klicke mal irgendwie. Alles, was wichtig erscheint, klicke ich. Was? Hier lag doch noch eben ein Stück Käse herum. Ja, da ein Schwamm. Ist ein Schwamm. Eine Taube haben wir gesucht. Oh, das gehört wahrscheinlich da drauf. Das war das Sonnensystem. Vielleicht kann ich ihn ein wenig verschönern. Und genau wegen solchen Clowns haben Leute Angst vor ihm. Ja, verschönern ist eh klar. Jetzt lacht er wieder. Nehmen wir doch mit. Käse für die Maus. Tschüss. Sonst hätten wir die Maus natürlich nicht einfangen können, ist eh klar. So, was suchen wir noch? Eine Brille. Die ist hier hinten. Ein Seil. Und einen Schmetterling. Ich glaube, den Schmetterling habe ich schon 10-mal angeklickt und der ist nicht gegangen. Ein Seil. Wo ist denn ein Seil? Jo, habt ihr mal ein Seil gesehen irgendwo? Versteckt sich das irgendwo da hinten? Hallo? Seil? Huch, Ruckler. Bei einem Wimmelbild spielen Ruckler zu haben, naja. Seil. Jetzt schaue ich mal das Sanduhr zu, ob der ganze Sand runterrieselt. Dann ist es wirklich super. Jo, wie soll ich sagen? Scheiße, da ist das Seil. Aber da unten wird es nicht mehr und da unten nicht weniger. Also, nee. Wir haben eine Gartenschere, kann man sagen dazu. Ist auch eine Gartenschere. Nur was nutzt uns die Gartenschere jetzt? Oh ja, warte mal. Kann man das nicht durchzwicken? Nö. Wenn ich Geld für jeden Versuch dieser Art bekommen würde, ja, wäre ich jetzt schon Millionär. Okay, nein. Ich glaube, da unten im Schritt kann ich auch noch irgendwas tun. Ja, wie kommen wir denn da jetzt rein? Ah, hier. Au, Rosenstöcke. Die werden mich sicherlich nicht aufhalten. Nö. Zick. Zack. Zuck. Was kann ich jetzt machen? Achso, das ist eine Art Wimmelbild oder eine Art Rätsel oder was? Ich sollte abwarten. Die falsche Nummer. Hä? Öffne das Tor zum Jahrmarkt. Ja, schön. Wie? Oh, Fallakten haben wir auch. Das können wir durchlesen dann. Info. Drücke in der richtigen Reihenfolge von 1 bis 10 auf die Knöpfe. Verschiebe die Röhren, um die Knöpfe zu finden. Das Verschieben einer Röhre kann sich auf andere auswirken. Ach so. Jetzt sagst du mir das doch gleich, dass ich dir verschieben kann. Hehe. Da ist die Nummer 3. Ich brauche eine 2. Wo ist die 2? Die gute alte 2. Wo ist sie? Okay, warte mal. Da muss ich es jetzt komplett. Nein, da muss ich es so verschieben. Dann kann ich das so verschieben und so und so. Und dann kann ich das so und so und so eventuell. Und so, nein, so ganz rein kann ich die also nicht. Okay, aber ich suche noch die Nummer 2. Da ist die 6. Da ist die 2. 2, 3, 4, da war die 5 irgendwo. Na, da ist die 5. 5. So, wo war die 6? Oh, mon amour, wo haben wir das 6?
Ich weiß es doch nicht. So, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo war die 6 nochmal schnell? Die war doch da. Da war die 6. 7. 8. Scheißen Dreck. Wo war die 9? 9. 10. Yeah! Theater von Tag und Nacht. Returning with a vengeance, detective. My old curse is now yours to bear. Isis wishes to accompany you. I've seen what the future holds, and you'll be glad for her help. Okay, jetzt haben wir eine kleine süße Miezi-Katze. Isis, du bist wahrlich geschmeidig, nicht wahr? Ich liebe Katzen, die etwas frech sind. Naja. Aha, so, die kann man nehmen und irgendwo draufspringen. Okay, aha. Fallakten, was haben wir denn da? Oh. Gerettet. Was gerettet? Wie gerettet? Ein Shop gibt's auch. Isis erinnert mich gern daran, dass man im alten Ägypten Katzen verehrte. Oh, süß. Witzi, witzi, witz. Okay. Nein, danke. Ich hab nicht Geld. Was? Mutoskop-Filme. Habe ich auch noch nichts. Sammlungen. Bis Depper, da kann man aber viel machen. Ich glaube, da gibt es eine Art Tagekarten. Achso, das sind Karten. Ja. Spieler, keine Aufgaben, aktuelle Aufgaben. Okay, da bin ich gerade. Cool. Okay. Handbuch. Na, Handbuch brauche ich nicht. Ah, das ist. Ja, Lösung brauche ich auch keine. Aufgaben. Finde Larrys Zelt. Okay. Wir gehen einmal hinein. An diesem Ort bekomme ich Gänsehaut. Jo. Ich sollte die Farbe auf dem Skarabäus entfernen. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Wer ist das? Ich glaube nicht, dass er einer der Schausteller war. Der Name lässt sich kaum entziffern. Tjo. Starr mich ruhig weiter an. Genauso starr immer weiter, du hässlicher Vogel. Ich frage mich, was sich im Inneren des Theaters von Tag und Nacht befindet. Tjo, wahrscheinlich nichts Gutes, ne? Oh. Ein mechanischer Vogel. Jetzt muss ich mich dumm und dämlich suchen, um seinen Schlüssel zu finden. Ja, wir können aber auch Isis da reinschicken. Nein? Okay, tut mir leid. Madame Fate hat dir eine Katze Isis hinterlassen. Schicke sie, um die Maske zu holen. Okay. Hol's, Mietzi, hol's, Mietzi. Braves Mietzi. Hui. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich weiß, wo er den Hebel versteckt hat. Menno, er hat auch den Torschlüssel mitgenommen. Wirklich großartig. Hm? Nö. Was musst du jetzt nachdenken? Meine Güte, meine Güte. Da setzt deine Maske auf, schaust schön aus. Na gut, dann gehen wir vor dem Zelt. Was haben wir hier? Eine Dollarnote. Ich brauche das Objekt, um dort unten. Was? Das dort unten im Wasser ist. Ja, dann kletter hier rauf, steck deine Füße rein und geh ein bisschen schwimmen und hol das Objekt. Das kann doch nicht so schwer sein, oder willst du die Katze runterschicken? Jeder Detektiv, der etwas auf sich hält, macht ab und zu einen Fehler. Jo, genau. Und du machst gleich drei, ne? Vielleicht hat es also mit dem Ziel zu tun. 10, das klingt nach Spaß, was ihm jetzt zu bedeuten hat. Oh, da können die Masken hin. Eine glückliche und eine traurige fehlt natürlich noch, ne? Es soll eine Vorführung stattfinden und Tickets stehen zum Verkauf. Sag bloß, du gehst jetzt zur Vorführung und kaufst ein Ticket. Zieh dran. Okay, geht nix. Ah, das ist also das Zelt des fantastischen Larry. Er ist ein drittklassiger Magier, aber hat ein Herz aus Gold. Nur wenigstens etwas. Das ist ein Messergriff.
Und hier ist ein Messer. Das kann ich doch glatt hier reinstecken und dann habe ich ein Messerchen. Dann kann ich doch wohl hier raufgehen, zum Zelt gehen und die Sachen hier durchschneiden. Und das Messer brauchen wir natürlich nicht und schmeißen wir sofort wieder weg.